Hallo Leute und willkommen zurück zu The Sims 4. Marie, ich bin so froh, dass du noch lebst, sofern man das Leben nennen kann, bei deinem Vampir-Dasein. Was sagt denn deine Vampir-Energie? Ja, ganz okay, ne? Sonnenwende-Cocktail. Marie hat erfahren, dass Vampire die Auswirkungen des Sonnenlichts mit einem Spezialgetränk umkehren können. Ach, sieh an. Sie kann jetzt an der Bar den Sonnenwende-Cocktail zubereiten. Na, das trifft sich ja super im Hinblick auf die letzte Folge. So, Lucy macht noch ihren Mittagsschlaf. Das ist auch absolut in Ordnung so. Maike, du bist mit dem nächsten Gemälde beschäftigt. Ich bin gespannt, ob es ein Meisterwerk wird. Du bist jetzt gerade selbstsicher. Ich weiß nicht, ob es nur geht, wenn sie inspiriert ist. Wir werden es Glaubensfrage. sehen. Es wäre dann aber das Letzte, das uns hier noch fehlt, ne? Max und Olivia sind bei der Arbeit. Wie lange noch? Du bist um 16 Uhr und du bist um 14 Uhr. Alles klar, dann bist du ja gleich schon wieder zu Hause, ne? Und dann solltest du dringend was essen und schlafen wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Es ist kein Meisterwerk. An Sammler verkaufen. Es ist leider kein Meisterwerk, Maike. Das ist aber nicht schlimm. Ich überlege nur, ob wir noch ein bisschen weitermalen. Weil ich das gerade mit ihr so schön finde. Was ist denn mit deiner Arbeit? Heute um 16 Uhr studiere 5 Kunstwerke. Ja, das wird sich ja dann sowieso ändern, wenn wir hier zu Hause arbeiten. So, und du bist da eifrig am Lesen, ne? Das finde ich gerade super. Das finde ich gerade richtig gut, dass du da die Vampirsaga so gut studierst. Das gefällt mir. Und Lucy, ja, wie gesagt, sie schläft auf jeden Fall noch. Olivia hat 365 Simoleons mit nach Hause gebracht. Hallo, Madame. Stinkt hier irgendwas? Stinkt hier irgendwas? Also, du bist es nicht, ne? Aber okay. So, kochen. Wir gucken mal, ob überhaupt noch irgendetwas im Kühlschrank ist. Buntbarsch aus der Pfanne. Nein. Madame, dann musst du ein bisschen was kochen, ne? Aubergine süß-sauer. Was ist denn Dango für Vegetarier geeignet? Wir machen mal eine Partygröße Dango. Kann ja nicht schaden. So, und welches malst du da jetzt? Das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Kommt mir gerade nicht so bekannt vor. Und du bist nach wie vor beschäftigt, ne? Cool. Vielleicht rufen ja in dieser Folge unsere Schützlinge an. Ich weiß nicht, das dauerte bei Marie, glaube ich, 3 Tage, oder? Ich weiß aber gerade nicht, ob die 3 Tage jetzt schon vergangen sind. Keine Ahnung, habe ich nicht so wirklich drauf geachtet. So, Olivia, super machst du das. Wie weit bist du eigentlich bei deiner... Oh, skandalöse Zustände. Max hört von einem Skandal in seinem Büro und gerät sofort in die Zwickmühle. Ach, das schon wieder. Ich glaube, wir haben es das letzte Mal verschwiegen. Skandal öffentlich machen. Komm, wir machen das einfach mal. Max stellt sich ans Bürger. Podium, holt tief Luft und berichtet über den im Büro aufgedeckten Skandal. Die Presse stimmt mit Fragen auf ihn los, aber das Getöse nimmt schnell ein Ende, als sie bemerken, dass Max die Wahrheit sagt. Nun ist die Situation schon angenehmer. Ach super, dann war das ja gar nicht so schlecht, ne? So, wie sieht's aus mit deiner Kochfähigkeit? Genau, da wollte ich mal eben kurz schauen. Level 5 gerade erst. Ja, okay. Okay. Bist du da überhaupt schon... Wow! Bist du da überhaupt schon weitergekommen? Du bist jetzt befördert worden? Wurde befördert und ist jetzt kultivierte Kritikerin. Pass mal auf, wir sagen bei dir auch nochmal von zu Hause aus arbeiten. Sie hat zudem den folgenden Bonus: Wandgemälde, zwar mit Aussicht, Interaktion, Kunst, Loben. Okay. So, sich inspirieren lassen. Höheren Level der Schreibfähigkeit. Ach, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir hin heute. Das dürfte kein Problem sein. Und du bist schon wieder gelangweilt. Was machst du da am PC? Im Internet surfen. Wollen wir noch mal ein bisschen an deinen 2000 Followern arbeiten? Ich meine, verspielt werden selbstsichere Rede. Ja, das können wir im Endeffekt nur abends machen. Aber das Problem ist, wenn es dann schon nach 16 Uhr ist, ich weiß nicht, ob es dann funktioniert. Du kannst mal bitte deinen Status aktualisieren und du kannst auch Bild teilen, geht gar nicht. Dann kannst du noch ein bisschen bloggen. Das ist das letzte Mal gut angekommen, mit Journalisten vernetzen. Ja, kannst du auch einfach mal machen. Oh, nötige Nahrung. Hast du Durst? Oh, Marie, dann müssen wir gleich jemanden beißen. Oder aber Plasma trinken. Müssen wir mal schauen, was uns da irgendwie gelegener kommt. Wo bist du mit dem Essen? Du stehst hier einfach rum, ne? Olivia, so müde bist du. Nein, jetzt ist der Spiegel im Weg. So müde bist du jetzt auch nicht. Wo hast du das Essen hingestellt? Nein, Olivia. Wo hast du gerade das Essen hingestellt? Ich dachte, du hättest hier einen Teller auf den Boden gestellt, aber nein. Du hast es hier hingepackt, ins Inventar. Pass auf, dann ziehe ich das mal raus und packe das dann alles in den Kühlschrank. Warum ist sie jetzt so super schnell müde geworden? Mali ist da! Mali ist da und ich würde das gerne in den Kühlschrank packen. Und Max ist auch wieder da. Es ist Spieleabend, sagt Mali. Bist du dir da sicher? Die Leute hacken auf dir rum. Ach, Manu. Manu, also heute läuft ja gerade alles irgendwie ein bisschen aus dem Ruder, ne?
Du sitzt jetzt hier und futterst und bist todmüde. Was macht Mali? Ich glaube, die hat sich da direkt was zu essen geschnappt. Ach nee, was zu trinken. Okay. Mali, es ist schön, dass du da bist. Das freut mich. Wobei ich glaube, dass niemand so wirklich Zeit für dich hat, ne? Olivia wird jetzt gleich ins Bett gehen, die ist nicht mehr ganz so lange wach. Lucy wird dann wieder wach. Ach, jetzt setzt sie sich zu ihr. Das ist ja schön. Und was machst du, mein Lieber? Oh, du solltest dringend duschen, ne? Spaß hast du auch nicht. Ja, es ist auch schon ein bisschen her, dass wir mit Max mal was Tolles gemacht haben. Duschen gehen. So, das kannst du mal machen. Stinkt das Töpfchen? Nee, da ist alles beim Alten. Alles super. Und du haust jetzt ein bisschen Plasma rein, ne? Das ist okay, dann hat sich das schon erledigt. Die Frage, ob wir jemanden beißen oder aber Plasma trinken. Du könntest aber noch mehr vertragen. Warte doch mal bitte. Ach, du hast gar nichts mehr. Sie möchte aber. Nee, sie möchte es nur weglegen. Du musst es nicht weglegen, dann bestell dir noch ein bisschen Plasma. Vampirgeheimnisse. Plasma-Fruchtsamen. Können wir die dann einpflanzen? Das wäre natürlich cool, ne? Wollen wir davon mal. Ich weiß nicht, wie viele in diesen Blumentopf gehen. Das weiß ich gerade gar nicht. Können wir mal nachschauen. Und dann kaufen wir aber auf jeden Fall auch normale Plasmabeutel. Und ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal 10. So, und dann kannst du dir davon noch ein oder zwei reinhauen. So, Plasma trinken. Und das hier auch nochmal trinken. Wow, es ist gerade viel los, ne? Es ist gerade echt viel los. So, das sind die Samen. In welch platzieren? Ja, ich weiß nicht. Da bräuchten wir doch. Ich kann ja mal eben gucken, ob wir irgendwie so einen Blumentopf hier hinstellen können. Ich meine, besonders schön hier sind sie nicht. Besonders schön sind die ja nicht, ne? Also, ich meine, der ist viel zu groß. Wenn, dann geht nur der hier. Wo können wir den denn mal hinstellen? Also in ihrem Zimmer ist jetzt nicht so viel Platz. Hier natürlich schon eher im Rest der Wohnung. Aber ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Was ist denn hier? Ja, gut. Wie gesagt, schön ist es jetzt nicht. Aber warum nicht, ne? Wie funktioniert denn das? Ganz normal, wenn ich das. Was? In Welt platzieren? Ist das nicht. Ach, hier ist das Plasma. Mensch, was gucke ich mir da auch an? So, Plasmafruchtsamen. Samenpaket öffnen. Genau. Das hast du jetzt gemacht. Kann man die überhaupt einpflanzen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Kann man gar nicht, oder? Pflanzen. Doch, das geht. Ach, cool. Ich habe jetzt natürlich nur ein paar viele gekauft, ne? Aber das ist jetzt gerade halb so wild. So, Olivia, schleppst du dich jetzt ins Bett? Das will ich hoffen. Ich möchte das jetzt kurz mit Marie hier sehen, wie sie ihre eigene Plasmafrucht da anbaut. Oh, schon wieder unscharf. Warum? Oh, wie cool. Das finde ich gerade witzig. Ach Mann, die Unschärfe nervt mich. Toll, jetzt sind wir nämlich wieder ganz raus, ne? Jetzt sind wir nämlich wieder ganz raus, Manu. Kannst du das auch direkt gießen? Bewässern? Ja, bitte. Mach das doch. Ach, schön. Ja, es passt hier nicht wirklich hin, aber ich bin trotzdem gespannt, was uns das Ganze dann früher oder später bringt. Max, so aktiv. Wow, du warst auch duschen, ne? Es ist auch erst 6 Uhr. Ich möchte euch jetzt noch nicht ins Bett schicken, außer Olivia natürlich. Die kann richtig schlafen gehen. Und du willst zu Maike? Die Maike schläft hier. Ist die einfach eingepennt? Maike, wir müssen noch ein bisschen was für die Arbeit machen. Höheren Level der Schreibfähigkeit. Ihr könnt doch nicht plötzlich alle so müde sein. Was ist denn da los? Ah, Lucy, du bist süß, aber ich finde es gerade hier mit der Maike ein bisschen blöd. Es ist erst 18 Uhr. Dann bin ich dafür, dass du echt noch ein bisschen schreibst. Die Frage ist, wollen wir dann direkt schreiben? Oh, sie ist sogar inspiriert. Ja, cool. Entschuldigung, schreiben. Nee, schreiben üben machen wir dann. Max, was machst du? Du stehst hier einfach rum, ne? Was müssen wir mit dir machen? Stimmen sichern. Ach, das ist doch immer das Gleiche, ne? Spaß hast du auch nicht. Willst du ein bisschen Fernsehen schauen? Komm, das machen wir mal. Film ansehen. Das Objekt ist kaputt? Was? Wirklich? Reparieren. Max, dann reparier das mal, falls du das kannst. Und Lucy, was hast du vor? Du hast Hunger, ne? Gibt dir wohl irgendjemand was zu essen? Mali, ich wollte dich gerade fragen. Aber jetzt willst du nach Hause. Und lässt doch einfach dein Glas hier stehen. Das ist natürlich nicht so cool. Und du bist wieder am PC. Ja, Lucy, pass mal auf. Dann kannst du die Marie doch bestimmt um Essen bitten. Oder mehr Auswahl, Hilfe. Um Essen bitten. Ja. So, hier ist die Musik an. Das ist in Ordnung. Ah, das ist jetzt das fertige Bild. Gar nicht mal so schlecht, aber natürlich kein Meisterwerk. Ausgezeichnet. Aber das ist okay. So, du bist da am Reparieren. Ist auch in Ordnung. Danach, wie gesagt, noch ein bisschen Fernsehen schauen. Und dann. Müsste das okay sein? Oder ist da jetzt was anderes kaputt gegangen? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was ist hier kaputt gegangen? Einer der PCs?
Nee, das sieht gut aus. Deiner? Nee, auch nicht. Deiner auch nicht. Gib doch der Lucy bitte mal was zu essen. Kinderbetreuung. Essen geben. Ja. Ja, Pizza. Und Max ist ein Level aufgestiegen, habe ich gerade gesehen. Und ist da auch gleich fertig. Oh, warum bist du wütend? Lucy, warum bist du wütend? Will Happa. Du bekommst dein Happa. Meine Liebe, du bekommst dein Happa. Warte doch mal. Fernsehen, Kanal schauen. Das hier könnte er doch mal gucken. Ich hoffe, dass ihm das Spaß bringt. Oh, Diego, wie hochnäsig. Und was hast du ihr gegeben? Apfelmus. Ach, süß. Das ist ja toll. Und wir haben 3 Kraftpunkte. Ach, super, da könnten wir mal nachschauen. Was ist das hier? Befehligen, kontrolliere die Gedanken, vampirische Stärke. Ich glaube, dann nehme ich das hier. Das finde ich ganz cool. Wir haben auch direkt 3. Und vertrockneter Magen haben wir da als Schwäche. Ja, das ist doch soweit in Ordnung. Das ist doch voll okay. So, heute mal wieder nichts für die Arbeit getan bei niemandem, außer bei, ja, Maike jetzt gerade hier so ein bisschen was gemacht, ne? Höheren Level der Schreibfähigkeit. Ich habe das Gefühl, du hörst da viel lieber Musik, als dass du tatsächlich schreibst. Aber ist schon okay. So, Max, hast du denn wenigstens ein bisschen Spaß bei deinem politischen, was weiß ich, politisches Dings da? Whatever, ja, hast du anscheinend. Das ist gut. Oh! Oh, unsere tanzwütige Marie. Wow. Das habe ich ja von alleine noch nie gesehen. Ach, das finde ich toll, dass sie hier gerade ein bisschen mit ihrer Schwester quatscht und dazu tanzt und sie arbeitet. Ach, das ist echt schön. Die beiden verstehen sich auch noch gut, finde ich auch wichtig, dass zumindest bei den beiden ganz okay ist. Und bei Olivia habe ich das Gefühl, sie wird hier irgendwie überhaupt nicht mehr ausgeschlafen. Und dich hebt niemand raus, ne? Dich hebt niemand raus. Max, wie ist es mit dir? Kannst du Lucy noch mal bitte baden? Bekommst du das vielleicht noch hin? Kinderbetreuung, im Schaumbad baden. Max, ich weiß, dir geht's überhaupt nicht gut. Aber irgendjemand muss sich um Lucy kümmern. Und die beiden Mädels haben da gerade so viel Spaß. Das finde ich gerade so gut. Es ist auch schon wieder 9:30, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob das direkt klappt. Oder ob mir da wieder irgendwas einen Strich durch die Rechnung macht. Die gute Lucy selbst oder so. Er hebt sie erstmal raus, ne? Er hebt sie erstmal raus. Was macht er? Baden! Wow! Max, du machst es mal von alleine. Hat das jetzt funktioniert? Ich will es hoffen. Irgendwie ist das auch manchmal buggy, oder? Ich weiß es nicht. So, schön machst du das. Ach, schön. Das hat er... Wow, Kamera. Gemein. Das hat er bis jetzt noch nie gemacht, die Lucy gebadet. Bis jetzt immer die Olivia. Ah, toll. Sie freut sich voll. Das ist schön. So, wie sieht's da jetzt aus mit dem Töpfchen? Was machst du? Säubern. Hast du hier das... Hast du irgendwas kaputt gemacht? Nein. Töpfchen säubern. Ist in Ordnung. Wie ist es bei dir? Steigst du jetzt mal langsam auf? Wow, das dauert ja noch voll lange. Das dauert ja noch voll lange. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das jetzt überhaupt noch gezählt wird. Bis 21 Uhr. Also es wäre schon cool, aber wenn ich sehe, wie schlecht es dir geht... Wenn ich mir das so anschaue, dass du vielleicht auch noch mal in die Badewanne gehst... Pass auf. Dann brechen wir das ab. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ausschalten. Lucy tanzen beibringen möchte ich bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal machen. So, ihr seid auch fertig. Wir blenden hier mal eben fix die Wände wieder ein. Baden gehen. Genau, dann gehst du nochmal bitte in die Badewanne. Was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Du musst zum Klo, du bist müde, du hast Hunger. Boah, Max, ich weiß gar nicht, was ich mit dir zuerst machen soll. Ich glaube, auf jeden Fall wäre es mal ganz gut, wenn hier jetzt alle aus dem Badezimmer rausgehen. Wenn nämlich die Maike da in Ruhe baden möchte, genau. Und du dancest einfach weiter, ne? Ach, schön. So, 21 Uhr, also gleich 22 Uhr, wollen wir mit dir vielleicht zum Dante gehen? Das wäre ganz cool, weil da könnten wir auch ein paar Vampirkämpfe oder so machen. Fände ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt in dieser Folge nicht mehr ganz so viel Zeit. Aber ich würde es gerne machen und deshalb... Ziehen wir das auch durch. Ich weiß, wir haben jetzt in der letzten Folge auch wieder viel mit Marie gemacht. Selbstsichere Rede halten. Ja, komm.
kommen. Das ist jetzt... Was läuft denn hier? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt halb so wild. Kommt schon. Spiel, kommt schon. Ich möchte jetzt gerne zum Dante gehen. Ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Es wäre schön, wenn das möglich wäre. So, Forgotten Hollow. Und ab zu den dreien. Die sind auch alle da. Soll ich jemanden mitnehmen? Nö, ne? Cindy, ich freue mich so darauf. Und Calvin. So, zurück beim Stroud-Anwesen. An Tür klopfen. Ich hoffe sehr, wir werden reingelassen. Wollen wir dir heute mal wieder was anderes anziehen? Outfits? Nee, wir könnten natürlich auch direkt dunkle Form zeigen. Warum nicht, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Direkt mal die dunkle Form zeigen. War hier gerade jemand? Nee, das war sie, ne? Seid ihr wieder unten? Viola! Hey, oh, mit dir würde ich gerne ein bisschen was machen. Von Lieblingssängerschwärm Vampirkampf. Ja, vielleicht können wir das mit ihr mal machen. Ach, das finde ich gerade voll cool. Ich habe in den Kommentaren gelesen, um diesen Vampirkampf zu machen, müsste ausreichend Platz vorhanden sein. Also anscheinend geht es immer und jederzeit. Nur das Problem ist halt, dass nicht genug Platz da ist. Und sie will jetzt nach oben und Marie kommt nach unten. Das ist jetzt nicht ganz so klug. So, wer von euch gibt jetzt als nächstes nach? Geht nach unten oder aber nach oben? Marie, sonst schicke ich dich hier hin. Oh, was war das denn? Was war das denn? Warum war da gerade das Minuszeichen, das Negative? Kommst du jetzt wieder runter, Viola? Ja, Viola kommt wieder runter. Ist Dante denn überhaupt hier? Auf den ersten Blick sehe ich ihn gerade nicht. Vielleicht ist er hier oben irgendwo. Er pennt. Er pennt da oben. Alles klar, dann ist es vielleicht echt gar nicht schlecht. Wenn wir hier erst ein bisschen was mit der Viola machen. Ich meine, das ist ja schließlich auch eine Freundin. Oder aber soll eine Freundin werden, Kräfte zeigen. Ja, dann zeig die Kräfte. Du kannst alles Mögliche machen. Vampirtraining anbieten. Ja, normales Leben zurück. Erinnern. Oh nein. Vladislaus. Warum? Warum kommst du mir immer in die Quere? Aha. Oh, Vladislaus. Er ist voll im Weg. Jetzt, oh, danke schön. Hau doch mal ab hier. Oh, jetzt spielt er Orgel. Oh, Leute, nein, bitte nicht. Das war's jetzt hier? Das war's, Mädels? Ist es euer Ernst, Vampirtraining? Oh, Vladislaus. Das ist so schlimm hier. Okay. Aber hat das jetzt irgendwas gebracht? Gab es schon einen Kraftpunkt oder sind wir hier aufgestiegen? Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Vampirkampf. Und? Hast du Lust? Jups? Oh Gott, kann der Alte nicht einfach aufhören? Ich glaube, die wollen eher quatschen, ne? Vampirfähigkeiten unterrichten. Mit Viola plaudern. Ah. Hat das überhaupt irgendeinen Einfluss auf sie? Oh, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Oh, Maries Hygiene ist doch echt nicht gut. Alter, kann der bitte aufhören? Das ist... Getränk werfen. Nein, lieber nicht. Irgendwas... Ich möchte irgendwas mit ihm machen, damit er aufhört. Dankeschön. Boah, ganz ehrlich, ich finde es so nervig. Über Plasma-Aromen Kräfte zeigen, über Vampir-Dasein grübeln. Kann er uns nicht irgendwas zeigen? Da sie entweder den gleichen Rang oder einen niedrigen Rang... Ja, aber kann der uns nicht unterrichten? Aktion, nee, das ist ja immer nur die Runde, das wollen wir nicht. Oh, ihr versteht euch auch gerade nicht besonders gut, ne? Ja, schade. Viola, über alte Vampire tratschen. Ja, ich habe nur die Befürchtung, dass er gleich wieder anfängt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also an sich ist das Orgelspielen ja nicht schlecht, aber nicht so wie er spielt, ständig. Dante! Hey, schön, dass du auch hier bist. Ach, das finde ich ja cool. Können wir ihn erstmal begrüßen? Hallo Dante, Vampirwissen teilen? Tag verschönern, vielleicht erstmal. Und dann möchte ich natürlich auch gerne ein bisschen mit dir rumknutschen. Wenn du schon mal hier bist, Heiratsantrag machen, beziehungsweise wenn ich schon mal hier bin, ewige Liebe erklären. Ja, das ist ja irgendwie die vampirische ewige Liebe, ne? Kann es sein? Ihr steht hier auch gerade echt blöd. Mich wundert es, dass ihr von alleine da nicht weggeht. Sonst sucht ihr euch doch auch eigene Plätze. Und jetzt stehen die hier wie doof im Gang, ne?
Pandalay. Lindsay. Wie er sie anschaut. Oh. Auch so verliebt irgendwie. Auf Vladislaus. Vladislaus. Wobei das Lied auf jeden Fall angenehmer klingt. Zumindest bis jetzt noch. Das ist nicht so super laut. Passt mal auf, Leute. Wollt immer bitte hier plaudern. Geht doch mal aus dem Gang raus. Also mich stört das echt, dass ihr das dann irgendwie nicht von alleine macht. Oh, süß. Und wie sie einfach dann in der Mitte so durchgeht, ne? Sascha. Er schaut sie die ganze Zeit an. Das ist, wow, das ist so niedlich. So unfassbar niedlich. Techtelmechtel. Ja. Leute, ja, das hatten wir noch gar nicht. Das Problem ist, die anderen sind doch jetzt hier. Techtelmechtel mit Tante. Ich möchte das natürlich in dem Sarg, aber ich weiß nicht, ob die das machen, wenn die anderen beiden hier sind. Ihre Vampirenergie ist gerade auch voll schlecht. Weißt du, sie freuen sich voll. Die beiden freuen sich voll. Oh, Leute. Vor allem ist das der Sarg von dem Vladislaus, ne? Oha. Hui. Hui. Da kommen ja sogar die Fledermäuse raus. Oh Gott, was tut ihr da? Wow, das sind viele Herzen. Und das sind auch viele Fledermäuse. Okay. Wow. Oh, das ist ja süß. Das ist ja richtig schön. Ach toll, das freut mich. Und du möchtest jetzt da ein Disco-Nickerchen machen? Ich weiß ja nicht. Oh Gott, Vladislaus, hör doch bitte auf. Geht er denn mit nach oben ein Nickerchen machen? Könnte ich mir jetzt vorstellen, oder? Er trottet da gerade so hinterher. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder für diese Folge. Kommt ihr doch noch raus. Wir hatten das erste Techtelmechtel im Sarg. Wie schön. Und wie gesagt, ich weiß, wir haben wieder viel mit Marie gemacht. In dieser Folge, in der letzten Folge. Aber ich finde das gerade alles so spannend. Ich glaube, Dante... Nee, Dante macht lieber was anderes. Dante macht da lieber einen Drink, oder? Und sie geht nach oben. Na gut, ist dann auch in Ordnung so. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.